Timo Werner, der begehrteste deutsche Spieler, den es im Sommer zu haben gibt. Gar keine Frage. Niemand wird auf dem Transfermarkt heißer umworben werden als der gebürtige Stuttgarter, der derzeit noch bei RB unter Vertrag steht. Problem nur, bei RB läuft der Vertrag im Sommer 2020 aus. Und Oliver Minzlaff hat relativ deutlich gemacht, macht keinen Sinn für uns, ihn zu halten. Wir müssen logischerweise spätestens nach dem Saisonende wissen, wie es weitergeht. Denn natürlich kann sich ein Verein wie wir nicht erlauben, mit Timo Werner in sein letztes Vertragsjahr zu gehen. Das haben wir auch mit ihm und seinem Berater besprochen. Da haben alle Beteiligten das gleiche Verständnis. Bedeutet im Klartext, wenn kein Wunder geschieht und Timo Werner seinen Vertrag verlängert und damit ist derzeit wirklich nicht zu rechnen, dann steht im Sommer ein Transfer an. 100%. Und höchstwahrscheinlich wäre es dann der teuerste Transfer raus aus der Bundesliga oder innerhalb der Bundesliga. Also Zeit für uns mal zu gucken, wer sind die richtigen Kandidaten für Timo Werner, wo passt er wie rein. Und deshalb habe ich mal 4 Vereine ausgesucht. Und eins mal vorneweg, Timo Werner ist so ein guter Fußballer, dass er eigentlich bei jedem dieser Vereine ordentlich reinpasst. Bei manchen besser, bei manchen weniger gut. Aber darüber reden wir gleich. Kandidat Nummer 1, Real Madrid. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen seltsam. Timo Werner, der genau 6 Champions-League-Spiele gemacht hat, knapp über 20 Länderspiele, soll jetzt also zu Real Madrid gehen. Dem Verein, der Europa in den letzten Jahren dominiert hat und soll da auch noch eine wichtige Rolle spielen. Denn das dürfen wir auch nicht vergessen, Timo Werner geht ja nicht irgendwo hin, um sich auf die Bank zu setzen. Und meine Antwort auf diese Fragen sind, oder ist, ja, warum denn eigentlich nicht? Real Madrid steht hundertprozentig vor einem Umbruch, das ist ganz klar. Es sieht so aus, als wäre Cristiano Ronaldo gerade noch rechtzeitig vom Bord gegangen, um zu sagen, so, Jungs, war eine gute Zeit, jetzt seht mal, wie ihr ohne mich klarkommt. Und die Antwort ist, überhaupt nicht. Real Madrid wankt. Die Mannschaft ist überaltert und es fehlt offensiv auf jeden Fall an Durchschlagskraft. Wenn wir in den letzten Jahren 2 Dinge von Real Madrid gelernt haben, dann was? Erstmal, sie setzen auf Kontinuität. Eine Mannschaft, die eingespielt ist und über einen langen Zeitraum zusammenbleibt. Wenn jetzt gerade ein Umbruch ansteht, dann spricht das auf jeden Fall dafür, dass man sich auf jüngere Transferziele konzentrieren würde. Timo Werner fällt da noch rein, gar keine Frage. Und das Zweite? Real Madrid war in den letzten Jahren vermutlich die beste Kontermannschaft in ganz Europa. Niemand konnte so überfallartig und so schnell nach vorne spielen wie die Königlichen. Ein Spielstil, der Timo Werner mit den wahrscheinlich schnellsten Beinen der Bundesliga ganz gut schmecken dürfte. Es ist einfach genau Timo Werners Spielart. Und schnelle, technisch starke Spieler wie er, die kommen traditionell in La Liga in Spanien eher zurecht als zum Beispiel in der Premier League. Ich glaube sogar, dass wenn Timo Werner zu Real, sagen wir zu Real geht, oder in La Liga generell, dann ist es ein Typ, der ganz, ganz locker an den 30 Saisontoren kratzt, wenn nicht sogar mehr. Der passt richtig, richtig gut da rein. Und seine Aussage, die er getätigt hat, wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein in Frage, wo man hinwechseln kann. Diese Aussage haben wir in meinen Augen relativ falsch gedeutet, denn er sagt, wenn man in Deutschland bleiben will. Dass er hier bleiben will, hat er mit keiner Silbe erwähnt. Ich sage nicht, dass Real Madrid Timo Werner will. Ich sage nur, Timo Werner würde zu Real Madrid passen. Mir würde es richtig gut gefallen, aber wenn ich es einordnen müsste, würde ich sagen, Transfer Timo Werner zu Real Madrid halte ich für eher unrealistisch. Kandidat Nummer 2, Liverpool. Ganz ehrlich, ich glaube, jeder von euch, der ein einziges gutes Spiel von Timo Werner gesehen hat und 10 gute Minuten von Jürgen Klopps Liverpool, der kann sich ungefähr vorstellen, wie Timo Werner bei Liverpool reinpassen würde, oder? Timo Werner ganz vorne, dahinter Mané, Firmino und Salah, da könnte es eigentlich jeder Abwehrreihe in ganz Europa erstmal ein bisschen anders werden. Denn das ist so ziemlich das Schnellste, was man sich vorstellen kann. Die 60 Millionen Ablöse, über die wir reden, kriegt jeder dieser Vereine auf dieser Liste irgendwie zusammen. Natürlich auch Liverpool, das ist gar keine Frage. Bleibt nur die Frage, hat Liverpool Lust auf ihn und hat Timo Werner Lust auf Liverpool? Und da gibt es ein passendes Zitat von Timo. Es ist ein Traum von mir, in der Premier League zu spielen. Manchester United und der FC Liverpool sind die Teams, die ich in England oft verfolge. Das sind die 2 Vereine, von denen ich auch ein bisschen Fan bin. Aha, Liverpool also. Klingt so, als hätte Timo Werner Bock. Die Frage ist nur, jetzt schon? Oder eben in 2 Jahren, in 3 Jahren? Da wird viel an Jürgen Klopp hängen. Wenn Liverpool Interesse an ihm hat, dann muss Jürgen Klopp ihm davon überzeugen, dass er bereit ist für die Premier League. Dass er unter seine Fittiche nimmt und dafür sorgt, dass Timo Werner in der physischsten Liga der Welt gut zurechtkommt. Wenn er ihm dieses Versprechen gibt und sagt, ey Timo, wir sorgen dafür, dass du hier eine gute Zeit hast, dann kann ich mir diesen Transfer vorstellen. Allerdings glaube ich, dass Timo Werner erstmal noch in der Bundesliga bleiben will und Erfahrungen auf dem höchsten Niveau sammeln will. Warum soll ich denn da sagen? Erfahrungen auf dem höchsten Niveau sammeln will. Und dann, höchstes Niveau, das heißt Champions League K.O.-Runde. Und da gab es in den letzten paar Jahren
Eigentlich nur anderthalb Vereine. Kandidat Nummer 3, der BVB. Anderthalb Vereine? Warum sagt der anderthalb Vereine? Dortmund ist Tabellenführer. Dortmund hat die Bayern geschlagen. Dortmund hat vor allem letztes Jahr auch den Rekord dafür aufgestellt, der schlechteste Tabellendritte in der Champions League-Historie zu sein. Man muss ehrlich sein. Ja, der BVB sieht dieses Jahr besser aus als eigentlich immer. Ich glaube, diese Mannschaft hat mehr Potenzial als unter Jürgen Klopp. Aber als Spieler, der sich regelmäßig in der Champions League beweisen will und weit kommen will, hat Dortmund in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt so einen Case dafür gemacht, dass sie diese Mannschaft sind, oder? Aber wie gesagt, Dortmund sieht jetzt besser aus und steht besser da als jemals zuvor. Und man merkt es auch daran, wie Dortmund sich jetzt selbst versteht. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, bis vor wenigen Jahren gab es für diese Art des Transfers deutsche Nationalspieler Potenzial, ein wirklicher Weltklasse-Stürmer zu werden, der innerhalb der Bundesliga wechseln wird für eine richtig hohe Ablöse, weil er Champions League spielen will. Da gab es nur einen Verein. Da gab es nur den FC Bayern München. Da gab es keine Konkurrenz, nur die Bayern. Bis der BVB in den letzten Jahren geführt 600 Millionen Euro eingenommen hat mit wahnsinnig guten Transfers. Das heißt, finanziell muss Dortmund sich derzeit vor den Bayern überhaupt nicht verstecken. Und wenn sie wirklich ernst machen wollen und Timo Werner garantieren können, ey, wir sorgen dafür, auch indem wir investieren, dass diese Mannschaft in der Champions League spielt und du kannst hier die Speerspitze dabei sein, dann könnte das interessant werden. Die Frage ist nur, passt Timo Werner sportlich rein? Und die Antwort ist, ja. Bevor wir jetzt nochmal auf den sportlichen Fit gleich eingehen, nochmal ganz kurz zu dem Transfer an sich. Finanziell kann Dortmund das ohne Probleme machen. Das ist gar kein Stress. Man nimmt einfach die Pulisic-Millionen, investiert die direkt wieder in Timo Werner. Und das Beste daran ist, scheinbar hat RB Leipzig ja wirklich großes Interesse an Maximilian Philipp. Und wenn dem so ist, packst du ihn in den Deal noch mit rein und hast wahrscheinlich das stärkste Argument dafür, einen Deal mit RB Leipzig einfädeln zu können. Ein stärkeres als nur die Kohle vom FC Bayern München, oder? Und mit dem Abgang von Pulisic und der Tatsache, dass Paco Alcácer, nicht so austrainiert wirkt, dass er jedes Spiel über 90 Minuten gehen kann und dass der BVB natürlich auch mit Dreifachbelastung, mindestens Doppelbelastung, auf jeden Fall zwei gute Spitzen braucht, ist da einfach eine Planstelle frei. Timo Werner kann auf dem Flügel spielen, Timo Werner kann im Sturmzentrum spielen und Timo Werner passt mit seiner Geschwindigkeit wie die Faust aufs Auge ins BVB-Spiel. Das ist gar keine Frage. Aber zwei Aussagen machen mich stutzig. Die erste eben die von Timo Werner. In Deutschland gibt es nur einen Verein, wenn man bei RB Leipzig spielt und sich weiterentwickeln will. Ich glaube nicht, dass er damit den BVB meint. Tut mir leid, liebe Dortmund-Fans. Das ist seine Aussage, nicht meine. Ich glaube, er meint Bayern. Und die zweite Aussage ist die von Hans-Joachim Watzke, der gesagt hat, ich habe das Gefühl, einer der beiden Spieler, ich rede hier von Thorgan Hazard und Timo Werner, hat seine Zukunft schon geplant und das ohne uns. Ich glaube, dass Timo Werner eher nicht beim BVB landet, sondern beim Kandidat Nummer 4, dem FC Bayern München. Denn ganz klar ist, der FC Bayern ist einer der größten Interessenten in Timo Werner. Der Fit ist zu perfekt. Bei Bayern läuft der Umbruch. Wir sind mittendrin. Pavard-Transfer, Callum Hudson-Odoi bahnt sich gerade an. Sandro Wagner, keinerlei Zukunft bei den Bayern. Sie brauchen jemanden, der ein, zwei Jahre gemeinsam mit Robert Lewandowski zusammen spielen kann. Es passt einfach zu gut. Timo Werner ist außerdem Nationalspieler. Er ist, wie gesagt, relativ jung. Es ist alles genau angerichtet für den FC Bayern München. Passt das sportlich rein? Vielleicht jetzt gerade noch nicht. In der Zukunft allerdings, glaube schon. Nico Kovac hat sich auch schon über Timo Werner geäußert. Timo Werner ist ein toller Spieler, das ist ganz klar, aber da erzähle ich euch nichts Neues. Er ist deutscher Nationalspieler, hat sich gut entwickelt über die letzten Jahre. Er ist ein Spieler, der sehr gute Fähigkeiten hat. Was im Winter oder im Sommer oder im nächsten Sommer passiert, lassen wir einfach mal liegen. Das klingt nicht nach einem Dementi, Freunde. Und man muss auch ganz klar sagen, in das System von Nico Kovac, wenn es sich noch ein bisschen verändert, und ich glaube, das wird es tun, gerade mit den Neuzugängen, passt er sehr gut rein. Denn der FC Bayern ist inzwischen weit, weit weg vom guardiolaischen Ballbesitzfußball. Das wisst ihr alle. Vielmehr spielen sie inzwischen aus einer guten Defensive, also jedenfalls ist das die Idee, dass sie gut sein soll, schnellen Konterfußball und schnell nach vorne. Und das spiegeln ja auch die letzten Transfers wieder, oder die kommenden Transfers. Callum Hudson-Odoi ist natürlich genau das. Alphonso Davies, schneller Flügelspieler. Robert Lewandowski passt da eigentlich gar nicht so sehr rein in dieses System. Wenn es nur darum ging, wer besser in diese Idee des Fußballs passt, passt für mich Timo Werner besser rein als Robert Lewandowski. Klar ist allerdings, wenn Robert Lewandowski sagt, ich habe Interesse hier zu bleiben, ich habe noch ein, zwei Jahre in mir, die Bayern werden, glaube ich, nicht Nein sagen. Da müsste schon einiges zwischen Nico Kovac und Lewandowski vorfallen. Und natürlich liegt genau da das allergrößte Problem, denn ich habe vorhin schon mal gesagt, Timo Werner wird nirgendwo hinwechseln, um sich einfach nur anzustellen und jedes dritte Spiel zu machen. Das heißt, die Bayern müssten eine Lösung finden. Sie müssten mit ihm reden und sagen, ey, Robert ist noch eine Saison da, wir planen dich aber als zweite Spitze ein zum Beispiel, soll zusammenspielen
oder vielleicht eben doch ein Lewandowski-Abschied. Denn Timo Werner wird sich nicht beim FC Bayern auf die Bank setzen. Er hat genug Talente kommen und gehen sehen, die ihre Karriere mit dem Wechsel zum FC Bayern ruiniert haben. Das wird ihm nicht passieren, da bin ich mir relativ sicher. Wenn die Bayern ihm allerdings präsentieren können und sagen, ey, das ist unser Plan, so soll es aussehen und deshalb bist du so wichtig und genau der richtige Mann, dann ist dieser Transfer sehr, sehr realistisch. Und deshalb glaube ich auch, dass der FC Bayern-Transfer die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Ich habe sogar das Gefühl, dass es mich nicht überraschen würde, wenn wir in den nächsten Wochen da schon eine Bestätigung hören. Und dann heißt, ja, im Sommer kommt er, 60 Millionen, Timo Werner zum FC Bayern. Real Madrid, ich glaube, dass die sich auf größeren Namen konzentrieren werden im Sommer. Liverpool, vielleicht denken sie, dass sie offensiv eigentlich gut genug aufgestellt sind. Und ich sage mal, die Statistiken könnten dafür sprechen. Der BVB, das hatten wir gerade eben. Ich glaube, Timo Werner sieht den BVB nicht als den nächsten Schritt an. Außerdem glaube ich, dass die BVB-Fans ihm eine schwere Zeit machen könnten. Wenn wir uns erinnern, hat einfach nicht den besten Ruf in deutschen Stadien. Und deshalb glaube ich, dass Timo Werner am ehesten zum FC Bayern gehen könnte. Aber, ihr seid gefragt, Freunde, abstimmen. Wo geht Timo Werner hin? Bayern, Dortmund, Real, Liverpool. Kann man überhaupt 4 Frage-Antworten hier reinmachen? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wenn nicht, fehlt eine, dann in die Kommentare. Das war's für heute, Freunde. Hier findet ihr die Top 10. Hier die 5 Spieler, die Bayern unter Vertrag nehmen muss. Das war's von mir. Wir sehen uns zum nächsten Video. Die Seite. Alles war auf der Seite.